Heutzutage heißt das, bestehen Anhaltspunkte für solche groben Pflichtverletzungen, darf der Arbeitgeber, wenn er die Beendigung, also die Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses vorbereiten will, etwa Login-Daten prüfen, unter Umständen den Teams-Chat heimlich lesen oder den Dienstwagen orten. Hi, ich bin Markus Wünschebaum. Ich habe an der Bucerius Law School studiert und im Beschäftigtendatenschutz promoviert. Welche Daten dürfen Arbeitgeber von ihren Angestellten erheben und wo ist das geregelt? Nirgendwo ausdrücklich und mehr als man meint. Obwohl in Deutschland vor über 50 Jahren das erste Datenschutzgesetz der Welt entstanden ist, warten wir bis heute auf konkrete gesetzliche Regelungen zum Beschäftigtendatenschutz. Der Gesetzgeber ist mehrfach gescheitert. Und bisher hat deshalb das Bundesarbeitsgericht bestimmt, welche Daten verarbeitet werden dürfen. Darauf hat sich der Gesetzgeber ausgeruht und im Bundesdatenschutzgesetz quasi auf die Rechtsprechung verwiesen. Dort steht, zur Begründung, Durchführung und Beendigung der Beschäftigung können die erforderlichen Daten verarbeitet werden. Das ist einmal das Beschäftigtenleben durch. Und darunter fällt deshalb auch nach der Rechtsprechung allerhand. Hat der Arbeitgeber Anhaltspunkte dafür, dass an der Kasse nicht richtig abgerechnet worden ist, kann der Kassenbereich heimlich gefilmt werden. Na gut, da kann man jetzt sagen, das ist in der Öffentlichkeit und immerhin steht auch ein Betrugsverdacht im Raum. Aber auch, wenn es um grobe und nicht strafbare Pflichtverletzungen geht, erlaubt die Rechtsprechung die Überwachung des Arbeitnehmers, sogar bei dessen Zuhause. Als der Verdacht bestand, ein Arbeitnehmer würde sich nur scheinbar krank melden, wurde das Filmen durch einen Privatdetektiv für zulässig erachtet. Heutzutage heißt das, bestehen Anhaltspunkte für solche groben Pflichtverletzungen, darf der Arbeitgeber, wenn er die Beendigung, also die Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses vorbereiten will, etwa Login-Daten prüfen, unter Umständen den Teams-Chat heimlich lesen oder den Dienstwagen orten. Was hat der EuGH in seiner Entscheidung zum Beschäftigungsdatenschutz beschlossen? Eigentlich begann es ganz harmlos. Während der Corona-Pandemie wurden Schüler für den Online-Unterricht nach ihrer Einwilligung gefragt. Lehrer aber nicht. Das gehöre zur Durchführung des Lehrerberufs nach dem gleich formulierten Beschäftigtendatenschutz für den öffentlichen Sektor in Hessen. Also klagten die Lehrer vor dem Verwaltungsgericht Wiesbaden. Und jetzt wird die Sache etwas hakelig. Die Verwaltungsrichter fragten sich, warum es in Hessen so ein weitläufiges Gesetz geben dürfte, wenn seit 2018 die Datenschutzgrundverordnung die Datenverarbeitung doch europaweit einheitlich regelt. Zwar gibt es eine sogenannte Öffnungsklausel für den Beschäftigtendatenschutz, wonach spezifische nationale Regelungen vorgesehen werden dürfen, aber ist es spezifisch, wenn man so vage bleibt und sogar Regelungen aus der Datenschutzgrundverordnung übernimmt? Dort steht nämlich auch drin, dass zur Durchführung eines Vertrages Daten verarbeitet werden dürfen. Diese Fragen legten sie dem Europäischen Gerichtshof vor. Ende März sagte dieser nun, nee, das ist nicht spezifisch. Die europäischen Datenschutzregelungen dürfen nicht bloß wiederholt werden. Wenn man eine eigene Regelung vorsehen möchte, dann richtig. Sonst könnte der nationale Datenschutz das Unionsrecht komplett abschreiben und sagen, ja, nicht der Europäische Gerichtshof, sondern nur unsere deutschen Gerichte befinden über den Datenschutz. Und so war es im Beschäftigtendatenschutz in Deutschland bis heute. Das Bundesarbeitsgericht ging vorher davon aus, dass diese Generalklausel offensichtlich nicht vorgelegt werden muss. Und weil das Gesetz für den Beschäftigtendatenschutz im privaten Sektor 1:1 der hessischen Regelung für den öffentlichen Sektor entspricht, nehmen jetzt alle an, dass alle so formulierten Generalklauseln nicht mehr gelten. Welche Auswirkungen könnte das haben? Kurzfristig halten sich die Auswirkungen noch in Grenzen. Das heißt, die Praxis muss jetzt erstmal alle Datenschutzdokumentationen anpassen, die noch auf das deutsche Gesetz verweisen und durch die einschlägigen europarechtlichen Regelungen ersetzen. Mittelfristig ist das aber ein ganz klarer K.O.-Schlag für den Beschäftigtendatenschutz in Deutschland. Zwar ist die deutsche Regelung im Wortlaut nicht besonders gehaltvoll, aber es geht eigentlich um die jahrelange Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts, die darauf basiert. Die Beratungspraxis und die Arbeitsgerichte werden sich jetzt fragen müssen,
ob die Leitlinien der bisherigen höchstrichterlichen Rechtsprechung auch für die Datenschutzgrundverordnung gelten. Dafür spricht, dass dort die Datenverarbeitung zum Beispiel zur Durchführung eines Vertrages zugelassen wird. Die Beendigung steht dort aber zum Beispiel nicht ausdrücklich drin. Das heißt, unsere Beispiele zur heimlichen Überwachung, um eine Kündigung vorzubereiten, lassen sich möglicherweise nicht einfach so übertragen. Und was diese unbestimmten Rechtsbegriffe der Datenschutzgrundverordnung umfassen, das kann am Ende nur der Europäische Gerichtshof entscheiden. Und der europarechtliche Datenschutz ist bei der heimlichen Datenverarbeitung tendenziell strenger als das Bundesarbeitsgericht. Eigentlich müssten Arbeitsgerichte jetzt alle Zweifelsfälle in den nächsten Jahren vorlegen, um Rechtssicherheit zu schaffen. Langfristig hofft man aber deshalb auf ein neues Beschäftigtendatenschutzgesetz. Die Bundesregierung hat auch schon mit einem Vorschlag dazu reagiert und es laufen Stakeholder-Gespräche, um möglichst viele Stimmen einzuholen und Mehrheiten zu schaffen. Aber bisher sind solche Pläne stets gescheitert. 2011 riefen die Gewerkschaftler zuletzt: Besser kein Gesetz als dieses. Und heute sagen die Arbeitgeberverbände, dass ein umfassendes, neues Regelungspaket auf jeden Fall unterbleiben sollte. Man merkt, es geht von vorne los. Und man kann nur hoffen, dass der Gesetzgeber hier erfolgreich für Rechtssicherheit sorgen wird. Was können Beschäftigte tun, wenn sie bestimmte angeforderte Daten nicht an ihren Arbeitgeber weitergeben wollen oder Bedenken bezüglich der Verwendung bestehender Daten haben? Erstmal innehalten. Klar, nicht jede Datenverarbeitung ist angenehm und die eigene Privatheit ist ein hohes Gut. Aber häufig steht ein Gesetz oder ein berechtigtes Interesse hinter dieser Datenverarbeitung, die auch dem Arbeitnehmer nützen kann. Ohne umfassende Arbeitszeiterfassung kann man zum Beispiel auch nicht nachweisen, dass man Überstunden angesammelt hat. Und weil stets das Risiko von datenschutzrechtlichen Sanktionen und Bußgeldern im Raum steht, kann man das Arbeitsverhältnis auch stark belasten, wenn man gleich mit der Aufsichtsbehörde droht. Die ersten Gedanken oder Fragen an den Arbeitgeber könnten daher sein: Wofür muss man das eigentlich wissen? Und wie lange wird das gespeichert? Steht das im Gesetz oder in einer Betriebsvereinbarung? Dabei kann man sich auch immer merken, dass eine einmal abgegebene Einwilligung zur Datenverarbeitung stets widerrufen werden kann. Überzeugt einen die Antwort des Arbeitgebers nicht, auch nachdem man sich mal in dessen Position versetzt hat, kann man erklären, dass man sich damit nicht wohlfühlt und ob es sich nicht lohnen würde, wenn der Datenschutzbeauftragte oder gegebenenfalls der Betriebsrat drüber schaut. Im Datenschutzrecht gilt daher: Ruhe bewahren, nachfragen, abwägen und am Ende handeln. Thank you.